Ich halte mich kurz. Das kann ich mal abspackt. Nee. Oh, Felix. Oh. Miss Katja ist bei mir im Zimmer gerade. Und darum lüge ich auch. Scheiße. Oder, warte mal. Es war kürzer. Könnt ihr mal gucken? Ich weiß nicht. Muss ich echt wieder zurückklatschen? Ja. So 2000 Milliarden Stunden.
Und ich könnte auch dreist warten, aber nope. Weitermachen. Kennt ihr das? Kennt ihr das, wenn ihr so einen Namen im Kopf habt und denkt, ja, das ist typisch ich, aber andererseits denkt ihr so, nein, ich werde es relativ nicht machen. Das habe ich gerade. Ah. Hast du das, ne? Ich hasse das. Du könnt rein theoretisch Flowey in der See. Flowey, yay! Ah, no. Angriffstype. So. Geben wir mal die zwei Quests ab und dann. Ja, halt, das ist nicht lang, ich weiß, aber halt. Man muss halt eine ganze Team, ne? Ich habe gerade ein bisschen beim Undertale kurz was geguckt und dann hat es wahrscheinlich gedacht, so. Hat er wahrscheinlich gedacht, hä, wieso spielt sie Undertale im Unterteller? So, das wäre einmal. Scouts melden, dass die Türme zerstört sind und die Boss davon nichts mitgekriegt haben. Die Republik wird sich gerade winden und wünschen, sie könnte zurückschlagen. Ich würde mich über die Gelegenheit freuen, direkt gegen die Republik vorzugehen. Damit seid ihr nicht alleine. Mir wäre es viel lieber, diese ganze Geheimniskrämerei zu beenden. Wartet! Wir empfangen eine Übertragung. Ich bin äußerst zufrieden. Die leichtgläubigen Voss reden bereits von dem heldenhaften Fremdling, der die Gormag-Mutanten abgewehrt hat. Wir haben jedoch wenig Zeit, diesen Sieg auszukosten. Es hat sich eine Gelegenheit ergeben. Yay! Ich habe genug davon, Überwachungsgeräte, Bestien und Verbrecher zu bekämpfen. Es gibt einen Ort, den die Einheimischen die Albtraumlande nennen. Es ist ein Gebiet, das von der Kraft der dunklen Seite durchtränkt ist. Ein vielversprechender Sith namens Durik Vesh führte eine Gruppe dorthin, um nach der Quelle dieser Kraft zu suchen. Aber Vesh war schwächer, als wir dachten. Die dunkle Energie hat seinen Geist überwältigt. Er verlor den Verstand und wurde von der Republik gefangen genommen. Scheiße, okay. Das gefällt mir nicht. In der Tat. Er wird unter Verschluss gehalten. Vom SID im Maximalsicherheitsbereich eingesperrt. Bis jetzt. Laut Bericht.
verlegt. Unter Bewachung natürlich. Alle im Freien. Wir wollen seinen Tod. Ich krieg's hin. Ich habe verstanden. Vetsch und seine Eskorte werden das SED-Lager in Kürze verlassen. Sie werden eine Schlucht in der Nähe passieren. Haltet sie auf und hinterlasst keine Zeugen. Platziert die hier in der Schlucht, bevor der Konvoi eintrifft. Viel Glück. Bitte sehr. So. Ich glaube, das war's auch schon wieder. Ich weiß, dass ich halt nicht so gelabert habe, aber das ist gerade mir ein bisschen zu viel, weil ich wahrscheinlich auch ein bisschen Kopfweh habe. Aber nichts, was ich hinbekomme. Und nichts, was ich nichts hinbekomme. So. Und wir sehen uns in den nächsten Part wieder. Bye, bye.